Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir sind wieder in Empire Noir mit dem Fall of the Republic Mod. Wir spielen gegen die Republik und die Separatisten und... Oh, das sieht aber auch interessant aus. Die sitzen hier bei Carida. Da hoffe ich, dass die es angreifen. Das können wir dann relativ leicht uns von denen wegschnappen. Aber, Coruscant, 344 Punkte. Wir haben relativ wenig Verteidigung gegen Jäger und gegen Schaden. Aber müssen wir irgendwie klarkommen. 7 Venatoren, 2 Victories, 3 Akklimatoren, 2 Sternzerstörer. Ich hoffe, dass wir davon einiges vernichten könnten. Am besten wäre es, wenn wir jetzt so um die 150 Punkte vernichten könnten hier. Das wäre sehr nice, aber ob das klappt oder nicht, bezweifle ich. Ich vermute mal wieder so um die 100 Punkte und dann müssten wir in 2-3 Durchgängen hier durch sein. Vielleicht probieren wir es diesmal mit diesem Angriff, dass der Venator hier drüben und der Akklamator uns vielleicht gar nicht erst angreifen. Das wäre ganz nett. Du hier drauf, du hier drauf. 1, 2, 3. Verteidigen den. Und der hat leider gar keine Eskorte sozusagen. Oh, nimm die Fighter bei, bevor Jäger kommt. Zu spät? Ich glaube, ich habe es noch rechtzeitig geschafft. Oh, das ist gut. Das sind ein paar Jäger weniger hier, die durch den nicht mehr reinkommen. Nehmen wir vielleicht den Space Arc Cruiser, der bringt noch ein paar Jäger mit. Ist auch noch ein Held, der uns ein bisschen was an Buff gibt. Ups. Nein, du sollst weiter hier drauf gehen. Und ich habe so das Gefühl, dass die drei hier falsch platziert sind. Ihr müsst hier lang. Meine Jäger müssen hier lang. Du greifst da bitte weiter an. Du vernichtest hier den Rest. Und die Engines, dass der Venator auf jeden Fall schon mal weg ist. 21 Punkte plus die 16. Macht dann schon mal 37. Und danach nimmst du den Akklamator, bitte. Du darfst versuchen, hier noch mit drauf zu gehen. Ja, der Venator und der Akklamator da hinten, das ist wirklich ganz gut. Die machen gerade nichts. Hier nochmal 16 Punkte. Oh nein. Habe ich die wieder falsch rum drauf geschickt. Noch geht es dem Dorbuller ja relativ gut und dadurch, dass die beiden da nicht mitmischen, könnten wir noch versuchen, den Sternzerstörer zu vernichten. Wie viele Punkte sind das hier? 33. Noch kann man es probieren. Wenn wir den wegkriegen würden, das wäre schon nett. Das wäre schon sehr nett. Wo seid ihr? Wartet mal. Hier dürft ihr mal den Skip-Ray angreifen. Und du darfst auf die schweren Turbolaser. Du darfst auf die schwere Ionenkanone. Und du darfst mal aufhören, dich da so wegzudrehen, Junge. Das ist richtig dumm von dir. Komm schon. Die ganzen Waffen hier. Sieht's bei dem aus, der hat noch Schilde und jetzt wird er auch geheilt. Der hat keine Schilde, Antriebe meine ich natürlich. Und hier sind eine Menge Dreadnoughts. Ich weiß leider nicht, welche von diesen Dreadnoughts gespawnt sind und welche nicht. Das können wir noch versuchen zu vernichten. Aber jetzt so langsam, aber sicher ist es auch ein bisschen gefährlich, mit ihm noch hier zu bleiben. Aber er hat noch Leben, er hat noch Sachen und damit könnten wir vielleicht wirklich... Oh, da ist der andere Sternzerstörer abhauen. Wirklich in Richtung 150 Punkte gekommen sein, aber wahrscheinlich nicht ganz. Etwas mehr als 100, vielleicht so 120 Punkte. Dass die noch so 220 Punkte da haben, das könnte ich mir vorstellen. Schauen wir mal. 224. Wie war es hier drüben bei Ringnelia? Oh, ich wollte da relativ schnell hin. Jetzt ist es... Jetzt ist es nicht mehr der Fall, dass das da so einfach einzunehmen ist. Nehmen wir unsere Bodeneinheiten. Oh Gott. Nach Klatuin bitte. Die bei Klatuin trotzdem weiter Verteidigungsanlagen aufbauen. Du kommst nach Salaikami und Yabiim bitte. Dann kommt nämlich Boss Pity auch einfach weitersetzen, die Bodeneinheiten. Und das bei Carida. Das ist echt. Carida und Arcania sehen sehr gut aus gerade.
die müssen hier rüber. Natürlich kommen sie noch direkt. Aber das ist vielleicht eine Möglichkeit, Ringneldia jetzt anzugreifen. Von daher, das reißen wir mal ab. Und Ringneldia sieht jetzt einigermaßen gut aus. Wenn die diese Flotte aufbrechen, nehme ich das einfach mal so hin. Und sehe dazu. Das Problem jetzt hier bei Coruscant ist, die haben jetzt 6 Venatoren, die wahrscheinlich alle jetzt auch im Kampf drin sein werden. Und da habe ich nicht so viel Lust drauf, um ehrlich zu sein. Oh, das ist aber gut. Das ist aber gar nicht schlecht. Mit ein bisschen Glück können wir direkt 2 ausschalten hier. 2 Fighterbase ausschalten, bevor die Jäger spawnen. Mal schauen. Ich glaube, die Fighterbase ist weg bei dem. Kann das sein? Die Fighterbase ist weg. Dann gehst du auf die Fighterbase. Und du versuchst, die Fighterbase noch anzugreifen. Ah, schade. Haben wir nur bei dem einen geschafft. Naja, gut. Greifst hier an. 1, 2, 3. Den Space Arc Cruiser hole ich wieder rein. Und 1, 2, 3, 4. Du nimmst dir den weiter. Und du den. Oh, der kriegt schon wirklich gut sein Fett weg. Aber mal schauen. Greift hier drüben an, bitte. Die Jäger und Bomber dürfen hier rein. Die drei dürften ein Stückchen näher. Geht's dem Venator nicht mehr so gut? Das freut mich sehr. Komm schon. Nimm dir hier den Engines. Und der andere Venator ist auch schon halb Schrott. Das ist gut. Der Venator ist weg. Nimm dir den Akklamator. Ihr dürft alle ein Stückchen hier auf den Flowring da gehen. Du hast den auch schon fast vernichtet. Sehr schön, den wenigsten Venator. Das macht leider auch sehr viel Schaden hier. Auf die Engines, dann hier drauf gehen. Der darf nochmal versuchen, hier rüber zu kommen. Ich nehme jetzt gerne es einfach mit rein. Vielleicht kann er ein paar Jäger abwehren. Versucht es hier so gut es geht. Vielleicht den Sternzerstörer sonst auch nochmal vernichten. Ah, der verliert was an seinen Dingern, aber auch nicht super viel. Lass mal damit drauf gehen. Nimm den Sternzerstörer. Vielleicht ist das hier. Und dann müssen die Peltas auch mal dran glauben. Die ganze Zeit unsere Raketen abwehren. Bei dem geht's schon wirklich nicht gut. Komm schon, aber den Sternzerstörer will ich jetzt weghaben. Wenn er weg ist, wird's deutlich einfacher. Und dann haben die nur noch hier die... kann gefährlich werden. Kommen die Engines. Abhauen. Noch haben wir Engines. Noch haben wir welche. Und jetzt haben sie dann noch einen Venator und ein paar Dreadnoughts. Damit lässt sich doch arbeiten. Und dann können wir da auf den Boden gehen. Und hoffentlich Coruscant einnehmen. Auch interessant, dass wir jetzt zurück nach Feroz und nicht Kaikilius kommen. Okay. Della Crix. Wie groß ist die? 467. Das ist natürlich schon sehr viel. Aber wenn wir jetzt hier die Bodeneinheiten abfangen können. Ah, haben wir nicht abgefangen. Das ist natürlich blöd. Die werden jetzt noch Della Crix kommen. Und ich habe hier relativ wenig zum Abwehren. Das ist mies. Das ist mies. Eine Sekunde länger hätte ich die bei Ringneldia 2 abgefangen. Die Bodeneinheiten. Eine Sekunde hätten wir gebraucht. Aber gut, wir gucken mal, ob wir das hier schaffen können. Das ist mies. Ich probiere es jetzt einfach so und versuche hier die Capital Ship ja zu vernichten, bevor jemand spawnt, aber das klappt nicht. Oh Mann, das Problem ist, wir müssen jetzt hier gewinnen. Nimm den Bulwark, du nimmst den Bulwark. 1, 2, 3. Die helft mir hier mit dem Bulwark mit. Vontors greifen da an. Ihr greift hier an.
Aber das wird hoffentlich trotzdem klappen. John. Haben die Vontors hier? Die Vontors haben das erledigt. Und selbst wenn wir jetzt irgendein Schiff verlieren, ist es auch nur noch halb so wild. Ja, der Space Accuser, den werden wir verlieren. Ihr dürft da auf die Munificent gehen. Wie vernichtet das da bitte? Der nächste Space Arc wird wahrscheinlich vernichtet. Nehmen wir 3 Dreadnoughts bitte. Ein Karaga noch dazu. Du bist vernichtet. Auf die Munificent hier drüben. Uff. Die Dreadnoughts werden schnell besiegt. Dorbulla hat auch keine Schilde mehr, aber es ist auch halb so wild. So, komm, jetzt, das muss hier... Oh mein Gott, wir haben den Vontor verloren, das ist nicht schön. Das ist ganz und gar nicht schön. Auf den Sergeant Mitte. Da haben wir wirklich ein bisschen was verloren, aber der zweite Dorbulla von uns sollte jetzt bald schon fertig sein, wenn er nicht sogar schon fertig ist. Aber das auch ein Battleship ist. Ich wollte schon sagen, der andere Lucrag, den wir noch so besiegt hatten, der war einfacher als das hier, aber okay. Dadurch, dass es ein Lucrag Battleship ist, ja, schade. Ich hätte gedacht, wir kommen da einfacher durch, aber ich hatte nicht bedacht, dass da halt eine fette Capital Shipyard ist. Das war klar, dass jetzt bei Delacrix angreifen. Das hält sich aber in Grenzen. Das Schlimmste, um ehrlich zu sein, ist einfach die Octoptera-Droiden. Den Rest kriegen wir relativ einfach hin. Die Octoptera-Droiden werden meine Flugeinheiten recht schnell auseinandernehmen. Aber wenn ich Smart Hit-and-Run-Angriffe fertige, sollte das machbar sein. Einer von euch hier lang. Einer von euch. Warte mal, hier oben haben wir ja schon 2. Okay, das ist gut. Hierhin. 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 Hier machen wir nochmal Repair Stations hin. Wir können natürlich auch bombardieren. Das ist durchaus eine Möglichkeit, dass das passieren wird. Aber hoffen wir mal nicht drauf. Ich dachte, da stürzt es jetzt ab, aber nein. Repair Station. Bitte eine Repair Station. Da ist der erste Octoptera-Droide. Versuchen wir mal anzugreifen. Auf den Octoptera-Droiden, bitte. Oh, das macht ja so gut wie gar keinen Schaden und der erste ist schon Schrott. Okay, da müssen wir vielleicht... Aber einen Octoptera-Droiden haben wir auch, also... Nein, wir haben noch 26 Einheiten. Ein Octoptera ist ganz Schrott, einer ist ein bisschen. Müssen wir mal gucken. Antifahrzeug. Einer von euch hier lang. Hier nochmal eine Repair Station, Antifahrzeug, da haben wir noch nichts. Ihr dürft hier lang weitergehen. Hier lang. Ah, mies. Hier hin. Aber wenn die hier lang kommen, kann ich mich einigermaßen zurückfallen lassen zwischendurch. Wieder zurückkehren, zurückkehren, nicht so nah ran. Warum? Das ist richtig dumm, was du da machst. Richtig dumm. Ich verstehe es nicht. Wenn ich doch den Einheiten sage, kehrt bitte wieder um. Warum fliegen die da nicht zurück? Antifahrzeugturm. Jetzt haben wir echt weniger Einheiten, als mir lieb wäre. Antifahrzeugturm. Ja, lasst euch alle vernichten. Warum denn nicht? Also ist manchmal echt nicht verständlich, was hier so abgeht. Wir haben zum Glück noch genügend Knete gerade. Ey, nee, das ist nicht euer Ernst, dass ihr da jetzt reinfliegt, ne? Haut mal ein Stück ab. Antifahrzeugturm. Oh, das ist unschön. Da wollte ich eigentlich noch einen Anti-Infanterieturm holen. Ihr dürft gerne hier nochmal helfen. Warum fliegt ihr da so langsam? Ihr dürft hier unten die Stabs nochmal abfangen. Antifahrzeugturm hier hin. Stabs sind vernichtet, immerhin. Wo geht ihr jetzt hier drauf? Da
einen Anti-Fahrzeugturm hinholen, hier einen Anti-Fahrzeugturm hinholen. Unten könnten noch mal ein paar mehr. Hier haut wieder ab. Und zwar schnell, der nächste ist vernichtet, der nächste ist vernichtet. Oh mein Gott. Ja, die sind nicht die Besten gegen die Oktodaroiden. So, jetzt geht ihr hier als Infanterieeinheiten bitte auf die Oktoptaras und vernichtet die so gut es geht. Ja, schlau wäre es gewesen, wahrscheinlich die zu locken. Aber naja. Antifahrzeug, Antifahrzeug. Du kannst mal versuchen, das da einzunehmen. Den Landepunkt. Die Hybridikas sind unschön. Setzt euch in Deckung. Okay, die Bombardierung. Nervig, aber an der Stelle, wo sie mir, um ehrlich zu sein, relativ gut gefällt. Anti-Fahrzeugturm hier hin. Ihr könnt hier nochmal draufkommen. Dann abhauen. Ich will der Kriegs nicht verlieren. Wirklich nicht, ey. Aber. Jawohl, jetzt kann er draufschießen. Ihr müsst die Verwirrung hier ausnutzen, den vernichten. Jetzt haben sie nämlich... Oha, da haben sie einfach mal eine Orbitalbombe nochmal draufgeschmissen. Interessant. Ihr dürft mal versuchen, hier lang zu kommen. Okay, ihr dürft damit versuchen, hier lang zu kommen. Hier bauen wir einen Antifahrzeugturm. Hier versuchen wir nochmal einen Antifahrzeugturm. Wunderbar. Noch mehr meine Einheiten verloren. Ohne es zu merken. Warum konnten die überhaupt da hingucken? Okay, das werden wir hier nicht einnehmen können. Antifahrzeugturm. Oh, interessant. Hier versucht hier mal ein bisschen mitzuhelfen. Ich hatte gehofft, die vielleicht ein bisschen dazu zu bringen, abzuhauen hier. Sehr schön. Lass dich mal reparieren hier drüben. Aber bisher sieht es noch nicht so aus, als ob sie dazu... Oh, sie fliehen. Das war knapp. Das war richtig doll knapp. Aber gut. Das hätten wir soweit geschafft, erstmal. Nach Ringneldia können sie sich nicht zurückziehen. Aber wir können nach Coruscant vordringen. Und jetzt mit hier der Punktzahl werden die das nicht mehr schaffen, sich da in irgendeiner Art und Weise zu retten. Damit wird der Luftraum über Coruscant uns gehören. Und wir schauen mal, was uns das Ganze bringt. Ob wir dann auch den Boden einnehmen können und dann weiter vorrücken können. Hier muss ich jetzt nicht mehr sonderlich subtil sein. 1, 2. Werden wir noch Schaden machen? So ist es nicht. Okay, werden wir jetzt nicht mehr schaffen. Bevor die hier ihre Jäger spawnen. Aber gut, ein bisschen Anti-Jäger hier reinholen. Hier zwei Anti-Jäger reinholen. Und jetzt sind da Venator und Akklamator weg. Du vernichtest sie den Dreadnought und dann den nächsten Dreadnought. Du den nächsten Dreadnought. Du den nächsten Dreadnought. Wir haben noch eine Menge kleine Einheiten, die mich nerven werden, aber... Wenn die Dreadnoughts jetzt schon mal weg sind, ist das gut. Und die haben die Golan 1 hier dazu geholt. Das ist interessant. Die könnten wir auch relativ schnell vernichten. Hier sind sehr viele von denen. Von den Peltas. Nimmst du den? Du kommst hier bitte mit drauf. Okay, wir müssen erst versuchen, die Peltas zu vernichten. Die sind mir zu nervig mit ihren Anti-Raketen-Sachen da. Oh mein Gott, noch nicht vernichtet. Oh nein, die werden alle von der Bella geheilt. Ja gut. Dann bringt das auch nichts. Bist du... Darfst deine volle Feuerkraft da reinhauen, bitte. Und dann kommst du zur Schiffswerft. Du zur Trade Station. Die anderen werden so nebenbei vernichtet. Geben wir da ein paar Credits bitte für. Für die Sachen, die wir vernichten. 150, hier nochmal 150 für. Und dann für die jeweils immer 10 Credits. Kriegen wir wenigstens ein bisschen Knete noch raus.
Du darfst deine volle Feuerkraft setzen hier. Ihr werdet jetzt nicht mehr geheilt von der Valor. Ihr werdet alle vernichtet. Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. Zurück zur Galaxiskarte. Und damit jetzt mit Maul und allen anderen Helden hier lang. Ihr hier lang. Und Ringneldia 2 muss jetzt leider zuerst angegriffen werden. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Wahrscheinlich nicht so gut. Wo haben die den? Da ist der Generator. Das ist das allererste, was wir angreifen sollten. Vermutlich mit den Flugeinheiten. Und dann mal schauen, wie wir sonst weiterkommen. Ihr dürft auf jeden Fall in die Richtung gehen. Wir holen uns 1, 2, 3 und die Artillerie dazu. Artillerie wieder aufgebaut. Hier fliegt schon mal los. Repair Station. Und wir kommen weiter mit nach hier unten. Irgendwo hier wird auch ein Turbolaserturm sein. Und zwar hier schon. Oh, die Artillerie hilft mit. Das ist gut. Erster Turbolaserturm Schrott. Zurück zur Repair Station bitte. Einer von euch hier hin. Einer von euch vielleicht hier hin. Was kommt da an? Ein AAT, den sollten wir vernichten können. Müsste die Artillerie auch was ausrichten können, denke ich. Und mit dem WAU-Speeder, das Ding und nochmal zweimal Infanterie. Ist der abgehauen? Nein. Oh, Octoptera-Droide. Mehrere Octoptera-Droiden. Hau dich auf. Hier versucht zu fliehen. Ihr holt hier nochmal Repair Stations, bitte. Und die Octoptera-Droiden kriegen schon mal ihr Fett weg durch die Artillerie. Das ist sehr schön. Repair Station hier hin. Repair Station hier hin. Die Artillerie darf ein Stückchen weiter vorrücken. Ihr dürft ein Stück weiter vorrücken. Die Artillerie darf wieder schießen. Die WLO-Speeder dürfen schießen. Sehr schön. Also nicht, dass meine Einheit vernichtet ist, sondern eher, dass wir den ersten hier vernichtet haben. Schießt du da auch nochmal drauf? Vernichte den. Jawohl, auf den nächsten. Und dann dürft ihr gerne wieder abhauen. Einen verloren. Und dann werden hier repariert. Das ist gar nicht so schlecht gerade hier. Muss ich sagen. Kommt mal zurück hier. Vernichtet den Turm bitte. Ah, da ist noch ein Turm. Das ist nicht gut. Ja, erstmal den Turm hier vernichten, abhauen. Oh nein. Das ist noch weniger gut. Aber wir können einfach bombardieren. Das macht's einfacher. Ihr helft hier hinten Mitte mit. Dass der nicht vernichtet wird. Und damit sind die weg. Das ist gut. Du baust dich wieder auf. Ich hoffe mal, dass die hier durchkommen, die Bomber. Aber das sieht mir sehr danach aus. Ihr lasst euch hier mal reparieren. Ihr kommt bitte weiter. Die Macht der Infanterie einfach. Ihr dürft jetzt hier drauf angreifen, dass da keine AATs mehr rauskommen. Und der nächste ist noch rausgekommen. Schade, aber die Infanterie kümmert sich gut darum, dass die anderen abgelenkt sind. Naja. Hier drauf. Mal hier drauf. Ah, da kam der nächste Panzer. Ah, wir könnten jetzt bombardieren, aber so wirklich brauchen tun wir es gerade nicht. Greift mal hier an. Dagegen brauchen wir es vielleicht. Warum? Ich habe 50.000... Ihr habt meine Maus gehört, oder? Ich habe gefühlt 50.000 Mal gedrückt. Und hier ging es jetzt. Ja, wow. Trotzdem sind jetzt hier meine Einheiten vernichtet worden. Ach, nervig. Ihr dürft da weitergehen. Ihr dürft hier langkommen. Und dann schauen wir mal. Ich habe nicht mehr viel Leben. Dann können wir gleich hin bombardieren. Mal gucken.
Ihr dürft mitfliegen. Das wurde nicht vernichtet. Und sie fliehen. Ringnail, die hat zwei gehört damit uns. Sehr schön. Bisschen was verloren, aber der Planet ist unser. Na, Ionkanone will ich jetzt nicht. Das ist das, was ich will. Perfekt. Kurz mal Pause machen. Und Selaikami und Yabim sind definitiv Möglichkeiten, die wir uns anschauen sollten. Aber das ist nicht das, was ich jetzt machen möchte. Das ist nicht da, wo meine Passion liegt. Meine Passion liegt definitiv hier bei Coruscant. Gababumba. Zwei Flugeinheiten, dreimal Antiflug, zweimal Antifahrzeugkanonen. Das werden wir vermutlich auch in einem Durchgang nicht schaffen. Aber ich bin mir da wirklich nicht sicher. Aber ich würde auch sagen, mit dem Blick auf die Uhr war es das für heute. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Coruscant werden wir beim nächsten Mal machen. Und damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.